Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück hier live auf 99 Damage und zwar mit dem ESL One New York Close Qualifier. Wir sind im großen Finale angekommen. Nach etwas kurzer Verschnaufspause für G2 geht es hier auch weiter und zwar mit sehr viel Counter-Strike. Ein BO3 haben wir noch, G2 gegen Crazy, also das sind die Teams, die sich am Ende durchsetzen konnten. Mousebots raus, Big raus, Sprout raus, Rigged raus und das bleibt über. Und wir sehen Vertigo und Crazy hat heute schon verrückte Counter-Strike gespielt. Und vielleicht können die diese verrückte Counter-Strike nochmal zeigen, hier gegen Frank Reich. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was die Teams vorbereitet haben auf Vertigo. Auf jeden Fall ist das der Pick von Crazy. Es geht uns Spot drauf. So, Wand liegt, Molotov kommt rein, Lucky versteckt sich, Lucky geht nach vorne, Lucky macht den Kill, ist blind. Den versucht er jetzt irgendwie zu pushen, aber nö, der will nicht fallen. Der will einfach nicht umkippen. Die Smoke liegt nochmal gut, so dass sie halt sehr schnell eigentlich die Bombe legen können, ohne Gegenwehr. Und Nexa passt auf den Rücken seines Mates auf. Dort hat man jetzt eine 3-gegen-2-Situation. Also gut am Loch aufgepasst, noch eine Flashbang dabei. Die fliegt einmal drüber, damit fliegt man gemeinsam rein. Shox war dann nicht blind. Oh ja, und dann unspektakulär wird so ein Amanek am Ende. Beendet nämlich der Feld in den Rücken. Und das wird Crazy wahrscheinlich nicht so ganz so verrückt ausrasten lassen. Also, meine Freunde, die erste Runde mit unter Dach und Fach. Also, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Über die können sie sich doch einigermaßen freuen, würde ich sagen, weil die war sauber geretaggt. Also da erstmal keine weiteren Probleme. So, damit geht's um die Wurst. Also, man hat hier den Forceball eingelegt, droppt die Waffen nochmal weg. Es soll wieder Richtung B drauf gehen. Da will man jetzt zeigen, was man kann. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, Bombenplant ist durch. Wie gesagt, den Forceball mit der geplanten Bombe, der ist am Start. Und nach hinten passt schon mal Esperanto auf. So, da wollte man über die Mitte ganz flott diese Rotation auch ausnutzen. War der Schaden immens, aber Esperanto wartet immer noch mit den letzten 2 RP, die er bei Shox abziehen muss an der Rampe. So, und damit ist die Runde vorbei. Also, wunderbar gespielt, Crazy geht hier erstmal verrückt zurück in die Runde. Ne, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also die Jungs von Crazy sind auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs. Das haben sie heute schon gezeigt. Brachiales Aiming ist ja einer der großen Vorteile, die sie anbieten können. Und das auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Wirklich, das Aiming ist verdammt gut bei ihnen. So, also, Shox mit der Deagle, der ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Tja, und Vertigo ist natürlich eine Map, die wir in den letzten Wochen, glaube ich, noch nicht so oft gesehen haben. Findet sie jetzt auch langsam in den Pool rein. Langsam. So, und Esperanto mit der Öffnung in der Mitte. So, also, Esperanto mit dem zweiten DDR, das war trocken. Aber der ist heute auch sehr gut drauf. Ja, und Crazy wirkt auch schon sehr vorbereitet hier auf Vertigo. Also, kommen die ersten Smokes rein, plus Molotovs. Kein Spiel, was sich nur langweilig Richtung A bewegt, sondern wir haben auch schon ein bisschen was Richtung B natürlich erlebt. Tja, jetzt geht's auf den Retake-Server. Nein, Spaß beiseite, ist natürlich A, ist natürlich um ein kleines bisschen beliebter, weil du halt viel, viel leichter auf den Spot auch drauf kommst. Auf A. Aber natürlich sind dann noch nicht alle Möglichkeiten entdeckt, die man so auf Vertigo ansteckt. So, nice try, aber Esperanto hat hier keine Probleme. Das ist sein 6. Kill. Einmal gestorben, gibt Kohle, sammelt weiter. 5600 AK mit dem Gepäck. Die MAC-10 behält man, das ist keine schlechte Idee, weil die Jungs von G2 sowieso sparen müssen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir ein
crazy, was dadurch natürlich auch noch ein bisschen Geld farmen kann. So, jetzt geht's schnell mit der McLaren Richtung Rampe hoch. SSV kommt rein, um die Sicht zu, ja, abzublocken. Und zwar in dieser Kerbe. Tja, und G2, wie gesagt, keine Waffen. Wird natürlich jetzt schon sehr, sehr schwierig gegenzuhalten. So, sie stacken so ein bisschen Richtung A-Side. Oder eine von B rotiert auch langsam rüber. So, jetzt geht Hunter ein bisschen auf die Jagd. Der weiß, dass da noch ein Spieler ist. Deswegen zeitlich aber mehr als genug Schaden angestellt, dass man die Richtung Sport einigermaßen nach vorne marschieren kann. Kenny S. nochmal gegen den Hunter. Gegen den Crazy Hunter. Ist so geil, dass Tekken ran. Crazy Nexa. Crazy Hunter. Crazy Esperanto. Crazy ist echt gut. Besonders der verrückte Jäger. Finde ich sehr amüsant. So, meine Damen und Herren, nächste Waffenrunde für die Jungs aus Frankreich. Und zwar auf der Suche nach Raumkontrolle vor dem B-Spot. Ist natürlich eine Map, wo man sehr schnell rotieren kann. Das heißt, mit der B-Kontrolle kann man auch was anfangen. Die taugt auf jeden Fall was. Das Gute ist halt, du kannst durch die B-Kontrolle schnell in diesem Fenster rotieren. Du kannst in den Rücken des Gegners fallen, sehr flott, indem du halt hier, ich zeig's mal ganz kurz, wenn die Granate, macht nämlich noch ein bisschen Schaden. Genau, wenn du hier runter gehst und dann hier, also hier ist B, ja, und du musst nur hier um die Ecke gehen und dann hier hin und dann stehst du schon an der Rampe Richtung A. Also es ist schon ein riesen Vorteil. Etex macht das sehr gerne, by the way. Die nehmen sehr gerne diesen Raum ein. Und er ist auch nicht schlecht. Also viele, viele Teams müssen dann natürlich noch so ein bisschen sich finden und natürlich auch versuchen, wie man das Ganze am Ende spielen möchte. Und das wird sich natürlich auch nur mit der Zeit zeigen, wie weit das sich dann auch entwickelt auf Vertigo. So ist das am Anfang bei jeder Map, die neu ist. Eine Flugbahn dafür, die Granate wurde höchstpersönlich mit dem Hubble-Teleskop berechnet. Aus der Atmosphäre, aus der Stratosphäre. So, es geht nach vorne, wieder Richtung A. 4 gegen 4 Situationen. Raum erstmal abgesmoked. Da versucht man sich irgendwie durchzumogeln. Aber bei Amanek gibt es da kein Durchkommen. Damit wieder der Nachteil. Und guckt ihr an. Das ist das Schöne bei Crazy gerade auf der Map. Sie spielen halt echt mit einem Sidestepper. Und das ist Esperanto, der gerade in der Mitte ordentlich Stumpf setzt. Das ist schon stark. Also, da muss halt G2 sehr schnell ein Mittel finden, sich drauf einzustellen. Weil dieser Flanker, der über die Mitte kommt oder über B, der kann ganz böse wehtun. Und du hast gemerkt, auf einmal kam der Esperanto um die Ecke und schon war die Runde vorbei. Also das ist nicht gut gelaufen. Ja, und G2 konnte bisher ja noch keine soliden Ergebnisse auf der Map abliefern. Noch einmal gegen Jungs von Liquid gespielt. Jo, da hört es aber dann auch schon auf. Ich denke, da ist Crazy um einiges besser eingespielt auf der Map. So, man nimmt jetzt auch mal die AWP in die Hand und Otto, damit herzlich willkommen in der Partie mit deinem langen Rohr. So, meine Damen, meine Herren, es geht langsam Richtung B. So, und da es Richtung B geht, sehen wir jetzt auch mal den anderen Spot. Nimmt es natürlich auch wunderbaren Execute, um hinten beim Klimagerät eine Smokewand zu schmeißen. Jo, die sehen wir hier auch. So, der Hunter wartet auf den schnellen Backstep. Und das ist sehr schön gemacht bei Crazy. Sie haben halt immer einen, der nach hinten abaimt. Und sie haben auch immer diese schnelle Rotation auf dem Schirm. Und das ist halt exzellent, wenn du diese schnelle Rotation... Oh, guck mal, das ist eine fiese Ecke, die Kenny S. hat. Irgendwann wird es dir nicht rauskommen und sterben. Jo, das war's. Also, solange du halt die Kontrolle genau über diese Position halten kannst, dass dir keiner in den Rücken reinfällt, ist das natürlich super für die T-Seite. Also das ist halt ein riesen Vorteil, den man arbeiten kann. So, das macht Crazy gerade sehr gut und damit ist es hier das 5:1 und das auch gerade absolut verdient. G2 läuft gerade schon so ein bisschen im Nachteil hinterher, weil wir haben von G2 bisher eigentlich noch nicht sehr viel gesehen, was darauf schließen lässt, dass sie gerade sehr viel Zeit hatten, sich auf Vertigo vorzubereiten. Obwohl sie
eigentlich sie mit. Sie müssen sie mit in ihren Map-Pool aufnehmen. Wenn sie kein. Wenn sie ihre First-Bun-Map nicht spielen wollen. Und zwar Mirage zum Beispiel. Dann muss die raus. Dann brauchen sie auf jeden Fall noch eine Map. War es Mirage? Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall gab es eine Map, die G2 nicht gerade sehr gerne gespielt hat. Ja, wir haben ja kurz Zeit. Schaue ich mal kurz nach. Ich glaube, es war nicht Mirage. Es war, glaube ich, Train. Bin ich jetzt komplett bescheuert. Lass mal kurz gucken. Irgendeine Map hat... Ich war auch nicht gespielt. Overpass war es nicht. Mirage, doch, Mirage war es. Sorry, pardon. Dann war es doch die richtige Map. Also, habe ich mich ganz kurz vertan. Tja, also. Um natürlich an die Top-Elite aufzuschließen, das ist ja auch das Ziel von G2, musst du halt 6 Maps können. Ne? Und da muss G2 noch einiges nachlegen. Der Headshot vom Hunter. Ah, geil. Richtig stark. Nee, aber das ist klar, wenn du deine Map hier rausnimmst, dann nimmt Crazy natürlich genau diese Map, die Schwäche zeigt. Und da zeigt G2 gerade eindeutig Schwäche. Ja, und das liegt hauptsächlich auch an der Map-Vorbereitung. Crazy hat ein viel besseres Feingefühl für die Winkel und auch für die Granaten. Da sehe ich gerade bei G2 eher nicht so das Potenzial. So, man versucht jetzt ein bisschen aktiver wieder an der Rampe zu arbeiten. Auch wieder gut bereit. So, Kopf gesehen, Flashback kommt, Simo-Pistole. Da wird ins Duell gegangen. Jo, noch die AWP mit hinterher. Duell wird weiterhin gesucht. Jo, das sieht gut aus. Sie wissen, dass noch einer Richtung B irgendwo rumscheucht. So, Bombe liegt unten immer noch vor dem A-Spot, beziehungsweise vor dieser Rampe, wo es dann hochgeht Richtung A. Jo, und damit ist man hier aber auch Richtung A durch gerade. Ne? Man findet die Lücke. Jo, dann kann das Team auf natürlich super flott rotieren. Und damit höchstwahrscheinlich auch die 7. Runde und damit auch das Brasil für die Jungs von Crazy hier holen. Und das ist natürlich never forget, ne? Also 7-1, das soll es wohl sein für Jax und Amanek, natürlich super schwierig. So, einer wartet noch auf Exit-Tracks, der Rest will nochmal versuchen, den Rücken reinzufallen. Und Nexa wartet schon mit 15 AP, einfach nur in einem ganz, ganz engen Winkel. Und Jax und Co. wollen einfach nur versuchen, die Waffen durchzubringen. Ja, wo sitzt der denn da? The fuck? Ne, das interessiert mich. Wo ist der Jax? Ah, der sitzt da hinter dem Klimagerät. Oh, die aimen das sogar an. Das ist ja das ist verrückt. Ne, das ist krass. Das ist eine gute Ecke zum Verstecken. Habe ich noch nie drauf geachtet. So, es gibt auf jeden Fall eine Pause von G2. Das ist eine nette Ecke. Besser als dieses Klo, was da steht. Kleiner Funfact, wenn ihr das Klo zuschließt oder von außen, von innen zuschließt, dann wird die Anzeige rot, die anzeigt, ob die Toilette besetzt ist oder nicht. Ne? So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Kann Crazy hier die Sensation sogar wahr machen und vielleicht sogar mit 2-0 durchstarten? Es wäre so, es würde mich freuen für Crazy, es ist ein gutes Team. Und G2 immer noch bei mir ein ganz, ganz großes Fragezeichen nach der ESL Pro League. Kam mir so ein bisschen die Bauchschmerzen, ob G2 wirklich da gerade hingehört, wo sie sich auf der Pro League dann auch präsentiert haben, und ich bin der Meinung, nein. Das war für mich, ich würde sagen, keine Eintagsfliege, sondern eher ein Momentum hoch. Auch durch die Homecrowd. G2 braucht noch, um dahin zu kommen, wo sie gerne stehen würden. So, dafür brauchen sie weiterhin auch konstante Performance von KNES.
Das wird ganz, ganz wichtig sein. Das gleiche gilt natürlich auch von Shox. Es geht mal nach vorne. Es soll wieder der A-Spot werden. Oh, da versteckt man sich oben hinter dem Stahlgerüst. Ah, das wird man nicht auf dem Schirm haben. Doch, jetzt hat man es auf dem Schirm. Refrag kommt rein von Letny. Man kämpft hier nach vorne, ist jetzt aber eine 3 gegen 1 Situation. Letny passt weiter auf. Letny weiß, dass einer von hinten kommt. Fängt die Bombe hier nochmal an. Ah, die Laufwege sind gut. So, und jetzt kommt die Frage, jetzt kommt es drauf an. Lucky wechselt den Winkel. Oh, das Timing, hat er ihn gesehen? Ah, oh, er hat ihn gesehen, aber trotzdem, da kommt nicht schnell genug drauf. Und Lucky kann hier das wunderbar runterspielen. Also, da passt die Kommunikation bei den Franzosen. Dass die Rampe frei ist und gegebenenfalls der Spieler schon auf dem Weg ist, durchzupushen. Und Winkel, da hat den Winkel. Damit das 2 zu 7. Wir haben die nächste Runde. So, weiter geht's mit der guten Bude. Also, wir haben G2 jetzt endlich mal mit einer Möglichkeit in die Partie reinzukommen. Crazy hat halt schon gut vorgelegt. Ja, die wollen mehr haben. Und danach schreien sie auch gerade. Also, mehr ist immer gut in so einer Situation. Ja, schöner Winkel da von Shox. Diesmal steht da keiner bereit, wie zum Beispiel Hunter, der ihn da einfach mal im One-Tap aus dem Leben nimmt. Rein für die Ecke, damit Esperanto nochmal ein bisschen stumpf da in der Mitte gemacht. Wird die Bombe jetzt aber nehmen, Wechsel auf den B-Spot für Crazy. Und da wartet einer von G2. So, wie viele Granaten haben sie? Sie haben genug, um diese Wand wieder zu schmeißen. Dafür bauen sie sich auch langsam auf. Haben sogar noch einen Molotow für einen Spot. Jo, und jetzt geht's nach vorne. Nate kommt in die Mitte rein. Und damit Vorwärtsgang. So, Wand liegt. Shox kann aber hier nicht wirklich ausgeschaltet werden. So, der hat ein gutes Timing. Macht direkt weiter. Ja, der piekt immer wieder rein und sagt, wollen was kaufen? Nee, abgelehnt. Da hast du nicht genug Geld dabei. Guck dir erst mit dem Backup. Damit ist nun Esperanto. Esperanto mit einem 1 gegen 1. 7 Sekunden, er muss die Bombe legen. Rechnet er mit Amanek direkt vor seinen Füßen. Und dann ist es Amanek, der die Runde rettet. Ganz, ganz knappe Geschichte. Esperanto wieder mit einer bombenstarken Aktion. So, bei mir sind manche Schüsse nicht zu hören. Das ist korrekt. Das liegt aber am GoTV. Das habe ich hier genauso, da kann ich leider nicht viel machen. So, wird manchmal ein bisschen was verschluckt von der AWP oder eine Nate. So, damit ist 3 zu 7. Also, für Crazy. Crazy um die Wurst. Nämlich weiterhin Runden zu holen. So, für G2 3. Trotzdem, schaut euch das Geld an. Das sieht nicht gut aus. So, die müssen nämlich weiter versuchen, das Ganze hier auf ihre Seite zu holen. Aber mit welchem, ja, mit welchen Waffen? Oder beziehungsweise mit welcher Economy? Das ist gerade die große Frage. Wir sind in Runde 11 und G2 steht schon wieder mit einem Bein in der Eco. Und da sieht man, das darfst du nicht unterschätzen. So, es kann sehr schnell wieder komplett in eine andere Richtung gehen. Und Crazy hat auf jeden Fall das Potenzial, das auch zu erreichen. Besonders, weil sie halt so viel Geld haben. Und Jax passt hier in der Mitte auf. Also, Esperanto und Hunter sehen diesmal sehr, sehr alt aus. Noch eine Flashback runter. Dadurch droppt die direkt vor die Rampe. Und da wartet auch Kenny S. Die Smoke liegt nicht perfekt. Wenn der Smoke nicht perfekt liegt, lässt ihr der Kenny S auch keinen Fall. Gut für Amanek reingebaitet.
Na, ist die Runde vorbei. Lucky darf auch noch was abhaben. Und war's das. Runde gelaufen. 4-7. So, G2 weiterhin auf der Suche hier auf Vertigo nach Runden. Und weiterhin auf der Suche, G2 auch so ein bisschen auf dem Map-Pick von Hunter und Co. zu ärgern. Max einfach auch, dass in vielen Situationen ein Crazy viel, viel besser hier vorbereitet ist. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, KDS wieder unterwegs. Also langsam findet G2 hier ja eine Möglichkeit, das Spiel so ein bisschen zu adaptieren. Da hatten sie gerade schon Probleme. Crazy da sehr oft mit einem Flanker gearbeitet hat. Gut nach vorne gekommen ist, das Aiming passt. Und G2 versucht hier gerade sein Bestmöglichstes natürlich das Ergebnis nochmal schön zu machen. So, KDS zieht sich aber zurück. Und das wird jetzt sehr interessant. Sie spielen es halt komplett auf A-Retake. So, Shox hat die Position zwischenzeitlich gewechselt. Also sie dodgen jetzt auch so ein bisschen diese Smoke, die hinten Richtung Connector kommt. Und KDS, der sucht nochmal die Lücke. So, da gibt es aber kein Durchkommen. So, Hunter, check die Ecke. Wunderbar gemacht. So, den hat er nicht gesehen, dank Feuer. Herzlich willkommen. So, und trotzdem passt man hier auf. Also, Letny kann zuschlagen. Lucky, keine weiteren Schaden setzen. Und für Crazy geht es langsam an der Rampe nach vorne. Selbst da passt man auf. Also, einzeln wird man hier an allen Positionen herausgefischt. Ganz, ganz schwierig für G2. Nachdem Hunter da die erste Eröffnung bekommen hat. Jo, und dann dreht sich Esperanto einfach rein. Guckt ihn Lucky an. Und am Ende stirbt er hier auch nicht. Überlebt das Ganze mit Low AP. Also, meine Freunde, Crazy bleibt hier weiterhin am Drücker. Und ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich muss wirklich sagen, die Jungs von Crazy zeigen hier auf Vertigo wirklich eine sehr, sehr gute Partie. Da bisher eher weniger Probleme gehabt. Gefällt mir persönlich so eigentlich ganz gut, was sie hier gerade machen. Sondern ist dieser flexible Wechsel Richtung A und B und die Raumkontrolle, die man sich hier holt, sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr gut aus. Tjo, und mal gucken, ob man darauf weiter arbeiten kann. Weil G2 muss hier gerade echt hart um Runden kämpfen. Ist aber immer noch meiner Meinung nach eine leicht T-lastige Map. Also da vielleicht auch ein kleiner Vorteil dann für Crazy. Aber G2 muss ja auch noch auf die T-Seite gehen. Aber ich denke, 5 Runden sollten hier eigentlich Minimum sein. Die sollte man auf jeden Fall holen. Auf Mitte kann man auch diesmal aufpassen. Dann findet man nämlich Esperanto schon mal ein Problem weniger. Dass sich zu kümmern muss. Dafür geht es wieder Richtung A. Damit wird auch das Tempo wieder explosiv an der Rampe angezogen. Da kommt noch mal Molotov rein. Aber der fällt in den Rücken. Damit geht die Bombe down. Also der war flott da und der hat schnell wie ein Wiesel die Lücke gefunden. Um G2 da wieder nach vorne zu schießen. 3 gegen 1 Situation. Da kann Lucky, nee, da braucht Nexa nichts mehr zu machen. Der ist weit weg von der Bombe. Auch weit weg die Runde zu holen. Und damit G2 immer noch weit weg für den Ausgleich. Es ist die nächste Runde. 5-8. Yes, yes. Ja, wir behalten weiterhin eine spannende Partie hier auf Vertigo. G2 möchte auf jeden Fall mitspielen und das schaffen sie jetzt auch langsam. So, die Augen natürlich immer noch mega stark, besonders auf Vertigo meiner Meinung nach, auf Midrange immer noch ein garstiges Biest.
der Monokel mit dem Sperrfeuer. Damit ist hier wieder der Vorteil 3 gegen 5 Situation. Was ich mit dem Execute auf, wieder gleiches Spielchen. Gleichen Smokes, Spot erstmal dicht. Man auch eine Smoke etwas höher, aber guckt ja an, Kenny, es läuft einmal kurz an der Smoke vorbei, gibt hier den Reaction Shot, aber guckt ja an, das ist halt das Problem auf, ja, auf Vertigo, dass du so schnell in den Rücken der Gegner rein pushen kannst. Hunter geht hier nochmal hinterher, so rechnet mit dem nächsten, oh, stark gespielt von Hunter, und er weiß, wo der letzte ist, und was hat Lucky jetzt vor? Alter, was hat denn Hunter da gerade für eine Bude abgerissen? Nicht mehr von dieser Welt. Uiuiuiui. Es geht jetzt hier vom Spot drauf, ne? Und Lucky weiß natürlich jetzt auch, die Bombe geplant wird. Ist er hier wieder im Vorteil? Kommt Hunter in den Genuss hier zuzuschlagen? Nein, aber nice try vom Jäger mit einem 3K. Das hat sich auf jeden Fall gut sehen lassen. Und am Ende nochmal der Versuch, auf den Spot draufzukommen. Damit kriegt er zumindest den Plant. Nochmal ein bisschen Bonusgeld. Und ich glaube, damit kannst du auf jeden Fall super gut arbeiten. So. Ich überlege gerade, was ich heute Abend essen soll. Noch. Wenn das hier vorbei ist. Vorschläge bitte in den Chat. So. Kein Döner bitte. Auf Döner habe ich keinen Bock. Und Pizza auch nicht. Alles außer Pizza und Döner. Pizza kann ich nicht mehr sehen. Burger auch nicht. Nee, Burger auch nicht. Weil Burger, ja, muss ich alles ausschließen, was ich bei der ESR1 gegessen habe. So, es geht nach vorne. Also, 3 gegen 2 Situation. Das ging auf jeden Fall flott. Und diesmal der Vorteil für Crazy. Und schon wieder ist es Hunter, der hier im Rücken steht, und dann ist es Shox. Also diese Backsteps sind natürlich mega, mega gefährlich. Und die kannst du auch super gut umsetzen auf der Map, weil sie halt so klein sind. Oh, Shawarma hört sich gut an, ey. Ja, das ist nix. Das ist nicht gut, Mann. Essen muss man. So. Ente Cross. Ente hatte ich gestern. Büchsenravioli. Oh, Büchsenravioli ist natürlich auch nice. Spinat mit Fischstäbchen. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. So schnell komme ich nicht mehr zum Einkaufen. Dann müsste das hier ein 2-0 werden. Ugh. So, auf jeden Fall 8 zu 7. Das ist nochmal eine Runde für G2. Das Ergebnis eigentlich sehr ausgeglichen. Hummer mit Nudeln und Tofu. Was ist das denn für eine, was ist das denn für eine Kombination? Du holst dir Hummer und isst Tofu dabei. Auf was ich richtig Bock hätte, wäre so ein Stück von der Schweinehüfte. Da hätte ich Bock drauf. So ein Stück von der Schweinehüfte, dann mit so einer dicken Kruste. Geil. Richtig gut. Müsli mit Scotch. Ja, das ist genau, das ist mein Frühstück immer. Was denkst du denn? Oh, geil. So, das ist es halt. Genau mein Ding. Alter, ihr habt alle Vorschläge. Ich dachte, Jitko ist Veganer. Im Leben nicht, meine Freunde. Im Leben werde ich kein Veganer mehr. Lasagne alle Aldi. Ein Apfel. Das ist sehr gesund, würde ich sagen. So, am liebsten hätte ich natürlich so ein paar Sparrows, wie ich sie früher gemacht habe, nämlich auf dem Smoker. Und dann haben die so 12 Stunden da drauf gelegen und dann hast du dieses Fleisch schon hochgehoben und es ist schon vom Knochen abgefallen. So
gut war das. Wirklich. Also, da muss ich echt sagen, das hat Spaß gemacht. Dieses Slow-Grillen oder Slow-Cooking auf dem Grill ist nice. Ja, mache ich sehr gern und leider habe ich keinen Balkon, also kann ich es nicht mehr machen. Bin ich sehr enttäuscht. Ich vermisse es ein wenig, dieses ganz, ganz langsame, indirekte Grillen. Jetzt kriege ich Hunger. So, es geht auf jeden Fall nach vorne. Und damit herzlich willkommen. Vielleicht gibt es auch ein paar Rippchen dann hier auf Vertigo. Na, gucken wir mal. Currywurst wäre auch nice, fällt mir gerade auf. So, aber es geht auf den Spot drauf. Und damit von Kenny S. Was eine Schelle. War das ein Burst, den er da ausgepackt hat? Sah auf jeden Fall so aus. Da sind Kugeln gegen geflogen. So, Kenny S. wird rausgenommen. So. So, Retake-Situation bei G2. Das muss es hier sein. Die müssen sie vereiteln. So, das Schöne ist, eigentlich gute Position, um das Ganze hier zu verteidigen. Und Jax dreht sich einmal im Kreis, macht hier unglaublich viel Schaden. Das ist nur Respiranto und die Runde geht an G2 Esports. Damit ist 8 zu 8. Also, ich bin mal sehr gespannt, was sie da vorbereitet haben. Ich hatte bisher G2 noch nicht auf Vertigo gesehen. Ich glaube, sie haben es einmal gegen gegen Liquid gespielt. Vielleicht auch zweimal. Ja, sie hatten zweimal gespielt. Einmal gegen Heroic und einmal gegen Valiance. Okay, dann haben sie es doch nicht gegen Liquid gespielt. Dachte ich zumindest. Auf jeden Fall haben sie es gegen Valiance, also hier gegen Crazy, verloren mit 13-16 und gegen Heroic mit 16-3 gewonnen. Also da hat man sich bestimmt schon was dabei gedacht, diese Map zu pinkeln vielleicht für den einen oder anderen, wer weiß. Manche mögen die Map ja nicht. Aber auf jeden Fall, G2 konnte da auch auf guter CT-Seite überzeugen. So, also irgendwas wird man schon vorbereitet haben. Man sammelt sich jetzt langsam wieder Richtung A-Side. Ist natürlich kein weiter Laufweg. So, und damit steht man bereit, bei G2 den Waffenvorteil auszunutzen. Man hat super viel Equipment dabei, um das Ganze so ein bisschen zu delayen. Vielleicht auch eine günstige Situation mit den Pistols zu kommen. So, erster Spieler wurde gesehen. CZ schlägt zu. Also, Hunter wieder unterwegs. Oh, da gab es noch den Headshot, aber der Spieler in der Ecke kann. Oh, Esperanto. Schönes Timing. Zweites Timing kommt von Letten hinterher. Und damit ist der Vorteil. 3-2 Situation für die Jungs von Crazy. Jetzt liegt es an Chocks und es liegt an Kenny S. Beide ausgestattet mit den Waffen. Die richtige Männer in den Händen halten. Und zwar eine Kalaschnikow. Modell 47. Und da kann Nexa nichts sich anhaben lassen durch die AK-47. Und das war's. Die Runde geht vorbei. Und Crazy holt die Runde nämlich mit der Handcannon. Und zwar mit der Desert Eagle. Neun zu acht. Wichtige Runde für Crazy, nämlich mit so einer kann man direkt erstmal zwei AKs picken und was auch noch hinzukommt, jetzt erstmal den Waffenvorteil gehen. So, und Otto unterwegs, direkt die Rampe auch zu bewachen. So, bisher noch kein Arbeitsunfall. Ich bin enttäuscht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich zähle ich die Arbeitsunfälle mit. Bisher hatten wir zwei Arbeitsunfälle auf Vertigo. Und das war in der Pro League. Seitdem kein einziges Mal wieder. So, Crazy natürlich mit diesem Waffenvorteil in der sehr guten Situation auch die Runde zu gewinnen. T2 kämpft sich langsam
wie eine kleine Maus an der Rampe hoch. So, nochmal für Letny gibt's eine, oder für Letny schmeißt nochmal ein bisschen Support für seinen Mate da vor dem Spot, und zwar Richtung B. Damit kann er reinpieken, es kommt nochmal eine Smoke zweite hinterher und dann muss ich G2 versuchen mit dieser MAC-10 und natürlich mit den paar Granaten irgendwie auf den Spot drauf zu kommen. Aber die Position von Hunter zu gut. In Zusammenarbeit mit Letny bricht da gar nichts mehr zusammen. Damit verliert man zwar die eine AK, die eine nimmt man noch mit, die beiden Augs bleiben mit im Gepäck. Und damit ist Crazy hier mit 10 zu 8 in Führung. Also, zwei Waffen kriegt man raus mit dem Forceball. Jetzt heißt es bei G2 natürlich auch nochmal zu sparen. P250 ist vielleicht bei Jax drin oder eine Flashbang. Würde aber, glaube ich, gerne auch Equipment haben. Deshalb sollte man hier nicht zu viel investieren, weil auf Vertigo kann man eigentlich sehr gut mit Granaten arbeiten. Besonders sind die hier auch sehr wichtig, weil man dadurch den A- und B-Spot halt super gut Wände legen kann, weil die Map halt sehr kompakt ist. So heißt natürlich deshalb Equipment hier das Ding, was man braucht. So, jetzt geht's im Ententanz erstmal Richtung B-Side. So, die Frage ist, was kann man da machen? Da wird jetzt angesetzt. So, Otto mit Nexa zusammen. Ja, das ist kein Problem. Der hält Espiranto noch ein bisschen rein und hilft aus. Und damit ist hier eine Flawless-Runde zum 11 zu 8. Also, sie sind am Leben. Und G2 Esports, ja, bisschen am Schwitzen auf der ersten Map. Konnte aber, wie gesagt, beim ersten Aufeinandertreffen. Die Premiere für G2 ging auch an Crazy bzw. an Valiant bei der TMAC Open Tours. So, bekommen die Hinterbliebenen eigentlich eine Entschädigung aus der Unfallkasse, wenn es zum Arbeitsunfall kommt? Es müsste Entschädigung geben, weil es gibt $300 für den Gegner. Für einen. Also kann man dann so recht aufnehmen, dass es dann für die Hinterbliebenen eine Entschädigung gibt. Nur für den Gegner halt, ne? So, schön gemacht von Nexa. Jo, das ist dann ein bisschen viel. Aber kann zwei Leute erstmal vor dem Spot callen. Man wartet noch ein bisschen ab und rotiert dann nach unten. So, Kontrolle über die Mitte hat man immer noch. Das ist natürlich wichtig. Trotzdem, die Flashbang muss reinkommen, damit sich Otto hier auch wieder ein bisschen Raum erarbeiten kann, nachdem Nexa da gefallen ist. Das ist natürlich jetzt eine Lücke. Sie gehen nochmal mit dem vorgefertigten Kill, den sie da Richtung A holen konnten, nochmal Richtung, Richtung B holen konnten, gehen sie nochmal Richtung A langsam nach vorne und sie wechseln nochmal die Position. Also, es geht doch nicht Richtung A, es geht nochmal Richtung B. Also, möchte das jetzt verzögert anspielen, aimt auch weiter oben das Fenster ab. Da muss man jetzt so ein bisschen auf Esperanto aufpassen, weil der steht da gefährlich nah, direkt auszuhelfen. So, aimt auch weiterhin den Raum hier ab. Jetzt kommt nochmal eine Flashbang rein, das kostet nochmal Zeit. Otto piekt einmal ganz kurz, lässt aber hier einfach die Meute in den letzten 19 Sekunden auf den Spot drauf rennen. Einen, zwei. Ja, das sieht gut aus. Eins, zwei. Ja, mit Backup von Esperanto ist es drei und das war's. Also, 12 zu 8. Ja, und für alle, die sich fragen, wo ist denn überhaupt Big, die sind schon raus. Also, genau wie Mouseboards musste man sich frühzeitig aus diesem Turnier verabschieden. Und damit auch keine Chance auf die ESL One in New York zu fahren. Damit gibt es keinen Big Apple. Keinen großen grünen Apfel. Keinen Eintritt in die Barclays Arena. Das ist sehr schade für Mouseboards. Ich hätte es ihnen gegönnt. So, Esperanto. Auf dem Weg nach vorne. Starkes Aiming. Schneller Zugriff von G2 wird hier abgewehrt, dank des Molotovs und der Smoke. Liegt wieder mit einer ganz, ganz kleinen Gap. So. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das ist der Map-Pick von Crazy. Guck mal, die machen Urlaub an der Kante. Faules Bauarbeiterpack. Nein, wir dürfen nicht vergessen, das ist der Map-Pick von Crazy. Sie hatten schon mal gegeneinander gespielt. Und da konnte Crazy dann auch gewinnen, beziehungsweise The Lions.
So, ist eine deutsche E-Sports-Organisation. Ich muss sagen, ich habe vorher von dieser deutschen E-Sports-Organisation noch nichts in meinem Leben gehört. Vielleicht weiß jemand genauer, was die machen. Auf jeden Fall ist das ein ordentlicher Pick, aber ich würde sagen, ich habe noch nie was von denen gehört. Wird man gern wissen, wer da hinten dran steht und den Jungs die Kohle zahlt. Ich google mal. Das ist sehr nett. Google das mal, ob du irgendwas findest. So, Esperanto. Wieder auf dem Vorwärtsgang. Das sieht gut aus. Super Support Flashes, um Esperanto da zu unterstützen. Tja, und bisher läuft das besser bei Crazy, muss man einfach sagen. Ah, okay, das ist ein Reprint, okay. Also die sind immer noch unter dem, unter der Flagge von Valiance und Co. Aber als Reprint. So, nur das mal kurz aufzuschlüsseln. So, da müssen wir ganz kurz gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas zu Valiance und Co. finden. Vielleicht gibt es da auch noch Move to a New Account. Auf jeden Fall sind sie in Berlin ansässig. Das wusste ich noch gar nicht, ne? Ich wusste gar nicht, dass Valiance und Co. aus Deutschland kommt. Aber ja, scheint wohl so zu sein, ne? Auch mal sehr interessant. So, der Inhaber ist Serbe. Okay. Alles klar. Also. Wahrscheinlich ist das dann auch irgend so eine rechtliche Sache. Oder ich habe keine Ahnung, warum die in Deutschland sitzen. Aber auf jeden Fall. Da wird wieder gut mit dem. Da wird wieder gut mit dem Geld rumhantiert. So, zählt aber als serbisches Team. Na klar, sind ja auch, glaube ich, fast nur Serben, ne? So. Außer Otto. So, kommen ja alle da unten aus der gleichen Gegend, von daher. Tja, aber man muss sagen, Crazy oder The Lions, die Jungs drücken auf jeden Fall sehr gut um. Und das ist ein riesen Vorteil. Oh, diese Auk ist so nice, ne? Die Akiraba, oder wie heißt die? Akiriba, Akiraba Confirmed oder so. Die sieht so sick aus. Leider ist sie nicht so oft getroppt. Und deshalb ist sie auch schweineteuer. Aber ich hätte die gern. Aber ich glaube, die kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, die kostet 400 Euro, Mann, für einen Aux-Skin. Ne? Das muss hier mal Akirabarara accepted. So, es geht auf jeden Fall auf den Spot drauf, G2. Versucht jetzt das Ganze hier nochmal Richtung, ja, einigermaßen anzuspielen. Dauert ein bisschen. So, Otto passt auf. Also der Finne immer noch hier mit der AWP super gut unterwegs. So. Und ansonsten verteidigt Nexa das Ganze jetzt Richtung Side. Mit seiner Aki Rappa Rappa Accepted. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Müsste ich gleich nochmal schauen. So, auf jeden Fall mag ich die Waffe. Sieht sehr gut aus. Aber es wird nichts dran ändern, dass G2 zwar einen Plant hier bekommt, aber trotzdem Probleme bekommen wird, die Bombe zu verteidigen, weil sie haben eine 4 gegen 3 Situation. Können wir ganz kurz die Stats gleich einblenden. Wie viel Kills denn... weiterhin nach vorne geht. So, jetzt gibt es den Ninja Fuß. Und sieht man, den Spieler Shocks kann hier nochmal zuschlagen. Aber trotzdem, Hunter ist immer noch dran. Und dann wird hier verteidigt. Und das war's. Also, was hat Otto davor? Oh mein Gott, der läuft ja hart am Limit. So. Es gibt ein tolles Video auf Crazys YouTube-Kanal, warum die in Berlin sind, warum der Name Crazy ist. Ich gucke mir den später mal an. Wenn ich Bock habe. Vielleicht gucke ich auch morgen. Aber vielen Dank für den Tipp. Den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
So, es geht aber weiter. 15 zu 8. Und zwar für Crazy gegen G2. So, schöner Einsatz da von Esperanto. Wird aber direkt abgefangen. Hunter ist aber schnell mit einem Backup da. Shox schummelt sich da irgendwie durch, macht aber auch nichts mehr. Es bleibt weiterhin eine 3 gegen 2 Situation, beziehungsweise ein Mann-Vorteil für die Jungs von Crazy. Ich fand den alten Namen besser, muss ich sagen. Ich finde, Lions und Co. hört sich halt so geil an. Und Crazy hört sich einfach nur crazy an. Na? So. So, nochmal auf den B-Spot draufgehen. Da steht man zu zweit bereit. So, Hunter hält nochmal gegen. Es ist Otto mit der Antwort. Und damit Kenny es erstmal im AWP-Duell. Und das heißt gegen zwei AWPs. Also das könnte jetzt interessant werden. 47 Sekunden wird hier noch nicht angeaimt. So, jetzt liegt durch Smoke. Jetzt versucht er die Bombe hier zu faken. Hat er auch gemacht. Hat man bloß nicht gehört. So, jetzt kommt die Flash rein. Gerade müssen die Sounds am Buggen. Jetzt legt er die Bombe. Okay, er legt die Bombe. Geht nach vorne. Und das sollte der Tod von Kenny S sein. Und die 16-0 für Crazy. Und damit die Runde vorbei. Also, Crazy kann die Map für sich entscheiden. Der Map-Pick geht an die Jungs von Crazy. Und damit GG. Well played.